Hello von meiner nicht richtig geschlossenen Corsage und mir und welcome zu einem Weekly Vlog. Ich bin am Drehen, wie man sehen kann. Ich habe so halb mein Jester-Kostüm an, mit einer anderen Wig und nicht blau angemalt und so. Denn ich mache jetzt noch ein paar schöne Sachen für Elbenwald und da freue ich mich mega drauf. Hi ihr Lieben an einem Freitag. Ich komme momentan leider echt gar nicht zum Vloggen irgendwie. Das ist echt schade. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alles, was ich erzähle, halt nicht so wahnsinnig spannend ist und so. Deswegen habe ich in letzter Zeit nicht so wahnsinnig viel gevloggt. Ich wollte euch aber natürlich noch ein paar Updates geben auf Dinge. Ihr hattet ja in einem der letzten Vlogs gesehen, dass Jenny und ich so einen Tattoo-Beratungstermin hatten. Wir müssen jetzt nochmal zu einer anderen Beratung, weil das, was wir uns gedacht haben, doch nicht so ganz zu dem Artist halt passt, leider. Aber bei dem Artist habe ich auch einen Termin für was anderes. Das werde ich euch dann zeigen, wenn es soweit ist. Ja, ich stecke mitten in den Vorbereitungen fürs Elbenwald-Festival. Jetzt am Wochenende fahre ich noch nach Hamburg zum Carlsen Verlag den Samstag und Sonntagmorgen früh nach Hause zum Awoken-Event. Da nehme ich euch natürlich mit. Und wie gesagt, Elbenwald-Festival, ich mache gerade die Vorbereitung. Und ich wollte euch jetzt mal hier in dem Vlog erzählen, wann ihr mich wo auf dem Elbenwald treffen könnt. Und zwar schon am Freitag um 14 Uhr an der Seebühne. Da mache ich die Community-Lesung mit Mikkel zusammen. Am Samstag moderiere ich Marie Grashoffs Lesung um 12 Uhr auf der Seebühne und gebe dann nach Autogramme um 13 Uhr bis 14 Uhr. Sonntag sind nochmal Autogramme von 12 bis 13 Uhr. Meine Lesung ist von 13:45 bis 14:30 Uhr an der Seebühne. Und dann moderiere ich den Cosplay-Contest um 16 Uhr an der Wiesenbühne. Also es ist auf jeden Fall genug zu tun für mich. Und ich habe noch ein paar Dinge mitgebracht. Und zwar Deko für meinen Stand beim Signieren. Und für alle, die pünktlich zum Signieren kommen, die kriegen noch ein Klebetattoo mit Pride-Motiven. Und ich habe auch noch Sticker für euch mit Pride-Motiven. Ich kann nicht versprechen, ob die dann noch da sind. Müsst ihr selber gucken, müsst ihr schnell da sein. Und ich versuche, meine Liberiarium-Buttons mitzubringen. Das weiß ich immer noch nicht, ob das alles geht. Ansage war, ich soll die zum Store bringen und da werden die dann wohl verkauft. Müssen wir mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall nach dem Elbenwald-Festival berichten, ob das alles geklappt hat. Und, so, damit ich es nicht vergesse, ich habe wenigstens was Interessantes bekommen. Frauen haben viele Seiten. Ich dachte erstmal, cool, machst du so eine Box auf mit einem Roman für Frauen, in Anführungszeichen. Und dann ist da dieser Kochlöffel drin. Da war ich schon mal pisst. So, dann habe ich gesehen, dass dieses Buch hier da drin ist. Der schönste Zufall meines Lebens von Drümmer-Knauer, geschrieben von Laura Jane Williams. Und dann habe ich mich mit dem Buch beschäftigt und dann auch verstanden, warum dieser Kochlöffel dabei ist. Denn die Protagonistin führt ein Café und da hat es natürlich dann Sinn ergeben. Mit dabei waren auch hier diese Google-Hupfe. Und in dem Buch geht es um eine junge Frau, die gerne ein Kind haben möchte, aber nie so richtig den Mann dazu findet. Irgendwie ja, passt das alles nicht so ganz. Und es geht halt so ein bisschen um diese Selbstverwirklichung. Das finde ich sehr spannend. Das klingt für mich halt so ein bisschen wie War's das jetzt von Holly Bourne, einem meiner absoluten Lieblingsbücher. Deswegen glaube ich, dass das halt nicht so, ja, nicht so klischeehaft wird, wie es jetzt sich jetzt anfühlte im ersten Moment mit diesem Kochlöffel halt. Ja, heute mache ich nichts. Ich arbeite noch ein bisschen an meinen Sachen fürs Elbenwald-Festival, in meinen Kostümen. Morgen bin ich in Hamburg. Sonntag werde ich auch nichts machen. Montag, Dienstag, Mittwoch arbeiten. Donnerstag geht's zum Elbenwald. Ich werde eine volle Woche haben mal wieder. Hello, hello an einem Samstag. Ich bin nicht zu Hause, sondern ja, in einem Apartment. Das klingt jetzt erstmal weird, aber ich bin eingeladen vom Carlsen-Event zum Awoken-Event und das ist super lustig. Ich bin die Erste hier im Apartment, also da ist ein Schlafzimmer, da ist ein Schlafzimmer, hier sind überall noch so Sachen. Gleich mache ich erstmal einen Corona-Test und hier schlafen ich und tschüss. Und sieht total schön aus, voll cool. Amin, schaut euch das mal an. Voll nice. I have a face now. Ich habe ihn jetzt fertig gemacht. Und wir haben so Boxen bekommen. Guck mal.
Und ich dachte, wir gucken da doch direkt mal zusammen rein. Ich habe nur kurz reingelinst. Hier steht ein bisschen ungünstig. Muss man irgendwas suchen? Nope! Much better. Let's have a look. Ich finde es schon mal ganz süß. Oben steht mein Name drauf. Es ist ein Brief. Also wir mussten ja online so ein Quiz auch machen, zu welchem Element wir gehören. Und hier steht in meiner Box, gibt es neben meinem signierten Buch, eine Kette meines Elements. Und es gibt ein Elemente-Kissen. Das ist so cool, guck mal. Das werde ich heute direkt benutzen, weil das Kissen allein reicht mir wahrscheinlich nicht. Also das geht direkt in Gebrauch. Danke, Carlsen. Dann, here is the book. Ich habe es gestern ausgelesen. Mehr dazu dann im Leserückblick. Where's the signature? Hä? Hier ist es nicht, das Buch ist signiert. Ah, okay. Das sind die Sticker, oder? Genau, also es gibt hier die Sticker und dann kannst du es vorne reinkleben. Sehr cool. Ich dachte gerade schon so, hey, meins ist gar nicht signiert. Es ist so cool, eine Kette. Und das passt jetzt natürlich wie Arsch auf Eimer, weil die kann ich jetzt perfekt anziehen direkt. Richtig gut. Also seht ihr, das ist so hier ein Feuerelement, das ich in dem Test halt hatte. Ich identifiziere mich ja Ich identifiziere mich eigentlich eher mit Luft, aber im Test kam halt Feuer raus. Ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, wie ich diese Buchbox hier morgen transportieren soll. Da muss ich mir noch was überlegen. Aber die Kette ziehen wir jetzt erstmal an. Tada! Und ich bin schon an der Location und wir haben direkt einen alkoholfreien Cocktail bekommen, so lobe ich mir das. Das ist der Carlsen Verlag, aber kennt ihr ja schon hier so von meinen Videos. Hier gibt es so Klebetattoos und dann kann man sich Klebetattoos machen. Zu Hause und echt im Eimer, ey. Zugfahren ist immer so super anstrengend, aber das Event war voll schön, wirklich. Also total toll, die ganzen BuchbloggerInnen mal kennenzulernen, die man noch nicht so kennt und alte FreundInnen wiederzusehen. Die Veranstaltung war super schön, Carlsen hat sich super Mühe gegeben. Es gab so Willkommensdrinks, alkoholfrei natürlich, und dann hat die Hörbuchsprecherin von Air Awoken aus dem Buch gelesen. Es gab so eine kleine Fragerunde und dann wurde die Autorin dazu geschaltet und wir konnten mit ihr halt noch reden und es hat sich herausgestellt, dass sie halt auch voll der D&D-Fan ist und so. Und ich glaube, wenn sie zur Buchmesse in Frankfurt kommt, muss ich ihr ein paar Würfel mitbringen für ihre Druidin.
Richtig cool. Also es war einfach total schön. Es gab dann noch Essen, dann hatten wir noch die Gelegenheit, Fotos zu machen und wir konnten noch so Klebetattoos machen. Meins ist schon ein bisschen ab. Und dann sind wir danach halt so um 21 Uhr alle, oh, meine Pizza ist fertig, alle rübergegangen, wieder in unser Cube-Apartment. Und dann haben wir noch ein bisschen da gesessen und gequatscht. Das war halt auch voll schön, sich da mal auszutauschen so ein bisschen. Und ja, jetzt meine Brille beschlagen. Ich war dann auf der Zugfahrt, die war okayisch, war halt alles wieder mal voll, wie immer. Das ist meine Pizza, ja, mit Soße Hollandaise, Bestes. Und ich habe dieses Buch, The Love Hypothesis auf Deutsch, zur Hälfte durchgelesen. Ich finde es so gut, weil es einfach Adam Driver Fanfiction ist mit Daisy Ridley. Es ist so gut. Ich liebe es. Und aber so voll die Feels für das Buch. Ich weiß nicht, wenn das letzte Mal so, oh mein Gott, so voll invested war. Und ich habe eine richtig böse Ahnung, weiß aber noch nicht, wie es weitergeht. Also ich muss da unbedingt weiterlesen. Aber ich glaube, heute wird es nichts. Ich bin total im Eimer. Ja, und ich beende den Vlog mit einer Nachricht, die jetzt vielleicht einige überrascht. Wir haben unsere Wohnung gekündigt. Wir werden am 1.11. in ein wunderschönes großes Haus ziehen, auch in unserer WG-Konstellation mit den Katzen. Ja, weil ich dringend einen Raum brauche, in dem ich arbeiten kann und nicht schlafe. Und ja, der Platz hier ist schön und viel und groß und so, aber es ist halt, ja, wir wollen einfach woanders hin. Und das Haus ist halt super, es war die beste Gelegenheit, wir zahlen nur ein bisschen mehr als hier, also ich freue mich da schon richtig drauf, euch auf diese aufregende Reise mitzunehmen zum Haus, ja. Und sag jetzt ciao, wünsche euch was und wir sehen uns dann am Dienstag im Stream. Ciao.